Wir können damit beginnen, uns diese zwei Qualitäten zu vergegenwärtigen. Die zwei Qualitäten des Geistes und des Herzens, die wir hier üben, entwickeln, immer wieder neu entdecken. Einerseits die Qualität des wachen, aufmerksamen Gegenwärtigseins, Achtsamkeit, Gewahrsein, das In-Kontakt-Sein mit der Erfahrung dieses Moments. Andererseits die Qualität der Haltung, mit der wir gegenwärtig sind. Der Haltung der Sanftheit, des Willens sein, zu sehen, zu spüren, wahrzunehmen, was da ist in diesem Moment an direkter, unmittelbarer Erfahrung. Die Haltung der inneren Offenheit oder Durchlässigkeit, des Gleichmuts oder der heiteren Gelassenheit. Ein liebevolles sich zuwenden zur Erfahrung des Moments. In diesem Raum des annehmenden, nicht haftenden Gewahrseins bringen wir unsere Aufmerksamkeit zur Erfahrung des Atems, zur Erfahrung des Hebens und Senkens der Bauchdecke, des Ausdehnens, Zusammenziehens des Brustkorbes, den Empfindungen, die entstehen durch das Hinein- und Hinausfließen des Atems. Wo immer wir den Atem direkt wahrnehmen können und spüren, in diesen Bereich bringen wir unsere Aufmerksamkeit. Es kann sehr hilfreich sein, sich für einen dieser Bereiche zu entscheiden und dann für den Rest des Retreats oder des Lebens immer da hin zurückzukehren, so dass man sich nicht immer wieder von Neuem entscheiden muss, wohin man die Achtsamkeit bringen soll, um den Atem wahrzunehmen. Achtsamkeit des Atems kann die Grundübung sein während der Sitzmeditation, die Grundlage, der Anker, zu dem wir immer wieder zurückkehren können, weil der Atem immer da ist, weil er relativ neutral ist und wir nicht besonders daran haften oder Widerstände haben dagegen, weil er rhythmisch ist, kommt und geht. Immer wieder von Neuem bringen wir eine sorgfältige und sanfte Aufmerksamkeit zur Erfahrung des Atems, machen Kontakt mit der Erfahrung des Einatmens, wenn das Einatmen beginnt, und halten diesen Kontakt während der Dauer des Einatmens, machen Kontakt mit der Erfahrung des Ausatmens, und halten diesen Kontakt während der Dauer des Ausatmens. Wenn eine Pause da ist, am Ende des Ausatmens, vor dem nächsten Einatmen, schauen wir, dass wir gegenwärtig bleiben und nicht in diesem Moment uns in Gedanken, Vorstellungen verlieren und versuchen, immer noch hier zu sein und erneut Kontakt aufzunehmen mit dem Beginn des nächsten Einatmens. Wenn nun andere Körperempfindungen als die des Atems stark werden, vordergründig werden, so dass sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass die Aufmerksamkeit sowieso schon dort ist, bei diesen Körperempfindungen, dann lassen wir den Atem und bringen unsere ganze, volle, sorgfältige Aufmerksamkeit zu dieser
Erfahrung des Körpers, zu diesen Empfindungen. Nehmen Sie wahr, fühlen hin, spüren, was da ist, ob Sie angenehm sind oder unangenehm oder irgendwo zwischendrin. Vielleicht ist das Kälte oder Hitze, vielleicht ist das ein Schmerz, vielleicht ist es ein Jucken, vielleicht sind es angenehme Empfindungen. Was immer es auch sein mag, wir fühlen direkt und unmittelbar, was da ist. Nicht so sehr, dass wir uns erklären, was wir jetzt wahrnehmen, oder uns vorstellen, was das sein könnte, sondern indem wir uns direkt da hineinbegeben, spüren, fühlen, wahrnehmen, was da ist. Wir verweilen mit dieser Erfahrung, sehen, ob sie sich wandelt, ob sie gleich bleibt, ob es verschiedene Momente, verschiedene Empfindungen sind, die ständig in ähnlicher oder anderer Art entstehen und vergehen. Wir sehen, ob die Empfindung vielleicht stärker wird, ob sie gleich bleibt, ob sie schwächer wird, ob sie vergeht. Und was immer auch der Fall ist, nehmen wir wahr, sind damit da. Auch hier geht es nicht darum, zu schauen, dass die Empfindungen das Richtige tun. Das Richtige würde heißen, was wir möchten, dass damit geschieht, sondern unsere Aufgabe ist, zu sehen, wie es ist. Es ist ein nicht wertendes, nicht manipulierendes, nicht kontrollierendes Gewahrsein. Es ist ein voll und ganz Hiersein, ohne irgendetwas dafür oder dagegen zu tun. Wenn wir nach einer Weile finden, dass diese Empfindungen abgeklungen sind oder verschwunden sind, können wir zurückkehren zum Atem. Oder es mag sein, dass nach einer Weile das zu schwierig wird, dort zu bleiben, vielleicht weil sie allzu schmerzhaft sind oder vielleicht weil sie monoton sind und wir nicht fähig sind, dran zu bleiben mit der Aufmerksamkeit. Auch dann ist es ganz sinnvoll, sich zu entscheiden, diese Empfindungen, diese Erfahrung zu lassen und zurückzukehren zum Atem. Wichtig ist, dass wir eindeutig wissen, wo wir sind und uns mit der ganzen Aufmerksamkeit so weit wie möglich dorthin begeben. Ganz beim Atem oder ganz bei diesen anderen Körperempfindungen. Immer geht es darum, Achtsamkeit, Gewahrsein, Aufmerksamkeit zu üben, mit dieser Haltung des Willensseins zu spüren und mit dem zu sein, was da ist. Immer geht es auch darum, zu sehen, wie jede Erfahrung entsteht, sich wandelt und vergeht. Wie alles, was uns ausmacht, jede Wahrnehmung, jede Empfindung, jeder Sinneseindruck, jeder Gedanke, jedes Gefühl, Teil eines dynamischen Prozesses ist. Die Dinge entstehen und vergehen entsprechend ihren Ursachen und Bedingungen. Es ist nicht jemand, der hier ist und der Gedanken, Gefühle und Empfindungen hat, sondern ein dynamischer, ständig wechselnder Prozess des Daseins, den wir ich oder die anderen oder das Leben nennen.
Immer wieder mal entstehen Geräusche, Klang, Stimme, Lärm, die laut genug, vordergründig genug sind, dass sie unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Weg vom Atem oder weg von den Körperempfindungen. In dem Moment, wo Hören vordergründig wird, lassen wir die Körperempfindungen, und weil wir schon beim Hören sind in dem Moment, bringen wir unsere ganze sorgfältige Aufmerksamkeit zu dieser direkten, unmittelbaren Erfahrung des Hörens. Nicht so sehr, dass wir uns überlegen, was wir jetzt hören und was das bedeuten könnte und uns in eine Geschichte über das Gehörte verlieren, sondern es ist eine direkte, unmittelbare Achtsamkeit, direktes, unmittelbares Gewahrsein von der nackten Erfahrung des Hörens. Hören, eine Serie von entstehenden und vergehenden Erfahrungsmomenten des Hörens, die irgendwann anfängt und irgendwo endet. Wir sind so voll und so ganz dabei, wie wir das können. Ob nun das Gehörte angenehm ist oder unangenehm oder neutral. Ob wir glauben, das Gehörte gehöre zur Meditation oder nicht. Ob wir das als willkommen empfinden oder als Störung. Tatsache ist, dass die Erfahrung des Hörens stattfindet. Und diese ist unsere Aufmerksamkeit wert. Wir bleiben dabei, solange sie dauert. Und wenn sie verklingt, endet, verschwindet, kommen wir zurück zum Körper. Zur Erfahrung des Atems oder zur Erfahrung anderer Körperempfindungen. Immer ist es das, was jetzt im Moment unsere Erfahrung ausmacht, mit dem wir in Kontakt sind. Was wir spüren, wahrnehmen, unmittelbar dabei sind. Immer und immer wieder von Neuem. Immer und immer wieder ein Erwachen aus dem sich Verlieren in Tagträumen, Erinnerungen, Planen, Kommentieren. Immer und immer wieder sich auf diesen Moment, auf die Erfahrung jetzt zu besinnen, damit Kontakt aufzunehmen und den Kontakt so weit wie möglich zu halten. Von Moment zu Moment zu Moment. Immer wir merken, dass unsere Aufmerksamkeit weg ist, verloren in Gedanken oder Tagträumen. Im Moment, wo wir sie merken, bringen wir sie zurück. Sanft, ohne zu werten. Ist egal, wie lange wir weg waren oder wann oder wo wir uns verloren haben. Wichtig ist, dass wir aufgewacht sind und dass wir direkt gleich zurückkommen. Eindeutig, aber sanft. Es genügt auch nicht zu denken, ah, jetzt war ich weg, jetzt bin ich wieder hier. Sondern es ist notwendig, dass wir den ganzen Weg zurückkommen, um voll und ganz wieder Kontakt aufzunehmen mit der Erfahrung des Moments. Zurückkommen, bis wir den Atem wieder spüren. Zurückkommen, bis wir die Körperempfindungen wieder direkt wahrnehmen. Fünfmal, 50 Mal oder 500 Mal pro Stunde Meditation heißt aufwachen aus dem Verlorensein in Tagträumen, Gedanken, Vorstellungen und zu dieser Wirklichkeit immer wieder aufzuwachen,
sich hinzuwenden, Kontakt aufzunehmen.